Man ziehen es doch einfach auf dem Rücken, so wie sonst auch immer. Wenn wir nicht wissen, wo was hingehört. Und jetzt im Farbeditor. Ja, sieht sehr gut aus, finde ich. Persönlich. Und immerhin Heldenstufe. ...31. Ja, Blitz wird unser schwächstes Teammitglied sein jetzt. Ich werde es jetzt in der kurzen Zeit nicht ändern, obwohl ich könnte... Moment. Necro und Bio, wir fehlten Cyborg. Wisst ihr was? Nein, wisst ihr natürlich nicht. Ich habe so oft gebeten, darum gebeten, dass ich mir Helden sagen sollte, ich freischalten soll. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt seit der ersten Folge von dieser Aufnahme welche genannt habt. Es ist immer noch dieselbe Aufnahme. Und deswegen schalte ich jetzt SRS42 frei. Wenn ihr für den gewotet habt, seid ihr super. Wenn nicht, ja, boah, ist jetzt meine Entscheidung gewesen. Tut mir leid. Für den habe ich natürlich keine Waffe. Aber ein Mikrotech-Segment der Wache. Wache. So ein richtig schönes. Genau. Und natürlich verbesserte Füße. Und eine Nanotech-Kräftigung der Wache. So. Und eine Justierbarriere der Abstoßung. Ja. Das bringt ihn auf Stufe 34. Ich will für den aber eine Waffe haben. Wie sieht der gefährdet aus? Ja. Ich check mal schnell den Shop, ob es eine Waffe gibt für diesen SRS42. Waffen. Meditron, Titan, Savage, Opera, Goliath. SRS42, na bitte. Gib mir aus dem 270 Gesundheit. Das heißt, Blitz kommt jetzt mal hier raus. Dafür kommt SRS42 rein. Und er bekommt jetzt noch die neue Waffe spendiert. Hebt ihn immer auf 38 und gibt ihm maximale Gesundheit. Was heißt, wir haben jetzt einen Helden auf 40, einen auf 39 und einen auf 38, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, einen auf 40 und zwei auf 38. Aber egal, wir spielen mit Fren, Vex und SRS42 oder 42. Und ich glaube, jetzt kommt ein Video und da halte ich meine Klappe und trinke lieber einen Schluck. Progenitor, die Dachsbobeldrohung ist wieder da. Nocturna wird belagert. Künftige Ziele unbekannt. Bereite dich auf die Schlacht vor. Ja, soviel zum Thema Super Video. Aber was soll's. Der Spektralwald. Die erste dicht besiedelte Region auf Nocturna, die von Mutationserregern infiltriert wurde. Die Bewohner mutierten rasch zu Darkspores und schwebten den Rest der Bevölkerung ins Chaos.
dunkel die andere Seite ist. Sehr dunkel. Halt die Klappe, Jodon, isst deinen Toast. Der Spektralwald also. Vampirhüpfer. Naja, ich benutze jetzt erstmal meine Schmerzenshunde. Die sollen mir da helfen quasi. Und ich habe eine Phantomkanone erhalten. Für wen auch immer die ist. Und da fällt ein Meteor runter. Hier noch ein Plasmaschild wieder. Und ich kenne die Fähigkeiten von SRS-42 ja noch gar nicht. Soll heißen, dass es da wahrscheinlich relativ bald und schnell schauen muss, was da alles kann. Vor allem die Teamfähigkeit. Flugabwehrkanone. Schießt eine Ja. Also quasi ein Flakgeschütz, dass mir die Projektile der Gegner vom Leib hält. Ich will jetzt trotzdem mal wissen, was da los ist. Raketenregen. Omnischild. Entfernen sofort alle schädlichen Statuseffekte und Schutzphysiken. Ist ja cool. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Fernkämpfer. Ich habe mir also schon so lange einen zweiten Fernkämpfer gewünscht. Aber er ist ähnlich wie Goliath, einfach ein Energiefresser. Wow, der Raketenregen hat es in sich. Ja, das ist schon wieder so ein... Boah. Das nervt mich gerade tierisch, dass das auch wieder so ein wiederbelebendes Viech ist. Wo geht's hier hin eigentlich? Nekrotischer Blutegel. Wird geheilt, wenn Verbündete in der Nähe Schaden erleiden. Das nenne ich mal ein feiges Kind. Ergötzt sich am Schaden anderer. Elite-Time-Takler. Panzer, geisterhaft. Oh ja. Da fiel ein Amboss vom Himmel. Und ja, das war's für den Vampirhüpfer. Es herrschte Stille, als wir durch den Spektralwald wanderten. Und wir im Kreis liefen, da wir uns nicht zurechtfanden. Und an Orten, an denen eigentlich Obelisken stehen sollten, war nichts. Doch da fanden wir ganz zufällig, aus dem Augenwinkel heraus, einen dieser wahnsinnig begehrten Obelisken. Er enthielt Hybridnesseln für unsere Bio-Helden. Der Weltraum-Mutationsminen war den Progenitoren ein Rätsel. Aber ihre Existenz wies darauf hin,
dass hinter der Ausbreitung der Dark Force eine enorme Intelligenz steckte. Moment. Da unten. So eine komische Sporenkapsel. Säurehülle, Resistenz gegen Energie, kann sich in Hülle zurückziehen, ist immun gegen körperlichen Schaden. Das ist super. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Und verstrahlt dabei definitiv zu viel Gift. Gesundheitsreserven niedrig. Ja, das wird eine Aufgabe für SRS. Und das gab mir den Photonenhuf für Quantenhelden. Ja. Und ein Spielkristall. Jawohl, der Overdrive. Ja, na klar, dann euch zeige ich's. Wir haben schon mal, haben wir gegrillt. Dank der Fähigkeit von unserem. Energiereserven niedrig. Und da schlägt die Sonne fast wieder zu, es fällt nämlich ein Meteor vom Himmel. Oder ein Amboss auf den Kopf, je nach Ansichtsweise und Lage der Dinge. Und hier kommen meine Schmerzenshunde wieder. Warum auch immer die Schmerzenshunde heißen mögen. Ja, meine Schmerzensunterbreiten hier allein schon ziemlich viel. Sind mittlerweile auch ziemlich mächtig.